Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation eines Beispiels für die Zusammenarbeit zwischen OpenTree und BIM 360. Ich bin Denise Dietsch und mein aktueller Schwerpunkt liegt in der Digitalisierung der Bauindustrie. Bevor ich zur Kreiter kam, habe ich bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Beratung und Einführung von Dokumentenmanagement und Produktdatenmanagementsystemen gesammelt. Dabei habe ich meine Kunden während der gesamten Projektphase unterstützt und begleitet. An diese Erfahrung knüpfe ich bei der Kreitec mit unserem eigenen Zeichnungs- und Dokumentenmanagementsystem OpenTree an. OpenTree hilft Ihnen dabei, Zeit einzusparen, indem es Informationen automatisch in das verknüpfte CDE-System hochlädt. Als CDE-System, also Common Data Environment, besteht man eine Umgebung zum Datenaustausch, auf welche verschiedenste Projektbeteiligte zugreifen können. In unserem folgenden Beispiel handelt es sich um BIM 360. Wechseln wir nun in OpenTree, so sehen Sie eine Reihe unterschiedlicher Zeichnungen, wovon einige bereits intern den Prüf- und Genehmigungsprozess durchlaufen haben und abschließend genehmigt. Im Folgenden wollen wir diese Dateien in BIM 360 hochladen, sodass der Kunde sie prüfen und anschließend freigeben kann. In OpenTree ist es einfach für den Benutzer, die entsprechenden Dokumente auszuwählen. Dabei kann er sowohl ein Dokument als auch mehrere Dokumente wählen, welche danach freigegeben oder in das CDE-System hochgeladen werden sollen. Über das Kontextmenü des entsprechenden Dokumentes stehen Ihnen verschiedenste vorkonfigurierte Optionen zur Verfügung. Diese orientieren sich in unserem Fall an dem ISO 19650 Standard. Mit der Auswahl des entsprechenden Freigabeprozesses werden im Hintergrund verschiedenste Aufgaben ausgeführt. Diese müsste der Benutzer ohne OpenTree manuell ausführen. So müsste er die Datei kopieren und gegebenenfalls umbenennen. Dadurch müsste die Datei abschließend geöffnet werden, um das Schriftfeld anzupassen, bevor dann sowohl die Datei selbst als auch das Neutralformat gespeichert werden. OpenTree führt alle diese Aktionen im Hintergrund, wodurch Sie nicht nur Zeit sparen, sondern auch Fehler minimieren können. Unsere Datei finden Sie jetzt in dem freigegebenen Ordner. Und wie Sie sehen, hat sich nicht nur der Status verändert, sondern auch die Version wurde entfernt. Öffnen wir nun die Vorschau, so können wir auch hier feststellen, dass das Schriftfeld automatisch angepasst wurde. OpenTree stellt damit sicher, dass Sie während des gesamten Prozesses immer auf die neuesten Informationen zugreifen. Sie können sich vorstellen, wie viel Zeit Sie für eine Datei brauchen. Rechnen Sie diese auf 10, 50 oder 100 Dateien hoch, so wird aus ein paar Minuten schnell ein ganzer Arbeitstag oder sogar mehr. Zumal manuelle Arbeitsschritte immer fehleranfällig sind und in diesem Fall zu enormen Folgekosten führen können. Diese kann Ihnen OpenTree ersparen. Das Dokument befindet sich in OpenTree nun zwar in einem freigegebenen Ordner, allerdings steht es dem Kunden im BIM 360 noch nicht zur Verfügung. Um dem Kunden das Dokument zur Verfügung zu stellen, öffnen wir das Kontextmenü und laden die Datei in das CDE-System hoch. Wir erhalten nun eine Auswahl vorkonfigurierter CDE-Systeme. In unserem Fall handelt es sich um BIM Germany. Dieses wählen wir aus und bestätigen den Upload. Im Hintergrund führt auch hier OpenTree wieder verschiedenste Aktionen aus. Wie Sie sehen, ist das Dokument nun in unserem freigegebenen Ordner in BIM 360 vorhanden. Ebenso registriert das System, dass das Dokument noch nicht existiert hat und es sich um die erste Version handelt. Mit OpenTree haben wir die Möglichkeit, auch weitere Metadaten an das System zu übergeben. Das Dokument kann nun von dem Kunden geöffnet werden. Und wie Sie sehen, steht dem Kunden nun ein Neutralformat mit den aktuellsten Informationen zur Verfügung. Vielleicht fragen Sie sich, warum wir das Dokument nicht direkt aus dem Arbeitsbereich heruntergeladen haben. Die Antwort ist ganz einfach. Zum einen folgen wir mit diesem Prozess dem ISO 19650 Standard, welcher auch in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt.
und ein effizienteres Informationsmanagement etablieren soll. Zum anderen gewährleisten wir damit, dass der Kunde eine neutrale Version des Dokumentes mit allen Informationen erhält, die für ihn notwendig sind. Nicht mehr und nicht weniger. Schließlich sollen nicht alle internen Informationen auch nach außen gelangen. Gleichzeitig bietet diese Arbeitsweise den Vorteil, dass Sie parallel in dem Arbeitsbereich weiter an dem Dokument arbeiten können und so schnell auf eventuell aufkommende Änderungswünsche eingehen und diese im Dokument etablieren können, ohne die Version zu verändern, die Sie dem Kunden zur Verfügung gestellt haben. Wie bereits erwähnt, kann es durchaus zu Änderungswünschen des Kunden kommen. Um diese dann in der Zeichnung einzubauen, müssten Sie diese auschecken und öffnen. Wie Sie sehen, steht diese Funktionalität in OpenTree jedoch nicht mehr zur Verfügung im Vergleich zu den Dokumenten, die sich in Arbeit befinden. Die Ursache dafür ist, dass das System registriert, dass das Dokument freigegeben ist. Somit kann die Version, die wir freigegeben haben, nicht mehr verändert werden. Wir können allerdings das Dokument revisionieren und somit eine neue Version erzeugen, die wir zur Bearbeitung verwenden können. Wie Sie sehen, hat sich jetzt die Revision verändert und die Version wurde zurückgesetzt. Auch der Status des Dokumentes ist nun in Arbeit. Jetzt stehen uns wieder alle Optionen zur Verfügung und wir können das Dokument auschecken und öffnen, um die Änderung vorzunehmen. Im Folgenden führen wir schnell eine kleine Änderung im System durch und speichern das Dokument zurück nach OpenTree. Um die Änderung auf den Server zu übertragen, checken wir das Dokument erneut ein. Dabei wird auch wieder die Vorschau des Dokumentes aktualisiert, sodass wir auch in unserem Arbeitsbereich immer die aktuellsten Informationen zur Verfügung haben. Natürlich nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Benutzer. Möchte ich jetzt eine Zwischenversion speichern, da ich vielleicht verschiedene Versionen austesten möchte, so kann ich ganz einfach eine Version des Dokumentes erzeugen. Wie Sie sehen, bleibt der Revisionsstand gleich, aber der Versionsstand wird hochgezählt. Dies ermöglicht es, zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf die Version 2.1 zurückzugreifen, sollte ich mich gegen die neue Version entscheiden. Wurden nun abschließend alle Änderungen am Dokument vorgenommen und ich habe diese nochmal überprüft, so kann ich das Dokument erneut durch den Genehmigungsprozess schicken. Alternativ kann man hier auch einen verkürzten Workflow etablieren. Dies hängt ganz von Ihren Anforderungen ab. Hat das Dokument unseren Prüf- und Genehmigungsprozess erneut durchlaufen, so kann ich es für den Kunden freigeben, wie wir es bereits im Vorfeld einmal getan haben. OpenTree übernimmt hier im Hintergrund wieder die bereits benannten Aufgaben und wir finden eine Kopie des Dokumentes mit der aktualisierten Revision in unserem freigegebenen Ordner. Auch hier können wir uns wieder die Vorschau anzeigen lassen und stellen fest, dass diese von OpenTree automatisch aktualisiert wurde. Wir können das Dokument also für den Kunden in BIM 360 zur erneuten Prüfung hochladen. Wechsle ich jetzt in BIM 360, so sehen Sie, dass es keine zwei einzelnen Dateien gibt, sondern eine neue Version des Dokumentes erstellt wurde. Dies stellt sicher, dass Sie jederzeit auch auf die alten Versionen zurückgreifen können und die Historie durchgängig archiviert wird, die Sie dem Kunden zur Verfügung gestellt haben. Öffne ich jetzt das Dokument, so sehe ich, dass jetzt die neue Version angezeigt wird. Auch der Schriftkopf wurde wieder aktualisiert, sodass der Kunde die neue Version im Folgenden prüfen kann. Bereits während dieses Projektschrittes kann es dazu kommen, dass Sie mehrfach das Dokument anpassen, erneut freigeben und hochladen müssen. All die notwendigen manuellen Arbeitsschritte sind nicht nur zeitintensiv, sondern auch fehleranfällig. Mit OpenTree wird der ganze Prozess automatisiert und besteht lediglich noch aus zwei Aktionen, welche jedoch sicherstellen,
dass immer die richtigen Informationen am richtigen Ort zur Verfügung stellen. Sobald der Kunde das Dokument abschließend genehmigt hat, kann es für weitere Projektschritte und gegebenenfalls für weitere Partner veröffentlicht werden. Auch dies geschieht in OpenTree nahezu automatisiert. OpenTree beinhaltet bereits vorkonfigurierte ISO 19650 Standards. Hierzu zählen auch die Veröffentlichungsprozesse. In unserem Fall hat der Kunde das Dokument genehmigt und akzeptiert. OpenTree hat auch hier im Hintergrund eine Reihe von Aktionen ausgeführt, die sie sonst manuell hätten tätigen müssen. Dazu gehört unter anderem, eine Kopie in den Ordner veröffentlicht zu erstellen. Gleichzeitig wurde die Revision und der Status angepasst, sowie die Daten im Schriftfeld der Datei, um sicherzustellen, dass nicht nur die Vorschau aktualisiert wurde, sondern auch das Neutralformat. Ich kann also hier auch sagen, Anhang anzeigen und OpenTree öffnet im Hintergrund meine PDF mit den aktuellsten Informationen. Das ist auch die Datei, die abschließend in BIM 360 hochgeladen wird. Wir können jedoch auch verschiedenste Systeme zur Auswahl definieren. Diese können sowohl für einzelne Ordner als auch für das gesamte Projekt festgelegt werden. Es hängt also ganz von Ihren Anforderungen ab, was in diesem Fall zur Auswahl steht. Wechsle ich nun in BIM 360, so sehen Sie, dass keine Version 3 oder ein zweites Dokument vorhanden ist. Dies liegt allerdings daran, dass wir uns noch in dem Ordner freigegeben befinden. Wechsle ich in den Veröffentlicht-Ordner, wo sich auch in OpenTree unser Dokument befindet, so finden Sie Ihr Dokument hier wieder. Wir können also in BIM 360 die Struktur von OpenTree abbilden oder eine komplett eigene Struktur schaffen. Bei dem Hochladen in ein CDE-System kann in OpenTree konfiguriert werden, ob es sich um die native Datei oder das Neutralformat handeln soll. Ebenso ist es möglich, vorhandene Metadaten an das CDE-System zu übergeben. Wir können das Dokument nun öffnen und sehen, dass auch hier wieder die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen. Dies gewährleistet, dass die Projektbeteiligten, die auf die Datei zugreifen, sofort im ersten Schritt auf die richtigen Informationen zugreifen, wodurch Fehler und die damit einhergehenden Kosten minimiert werden können. Dies war lediglich ein Beispiel, wie OpenTree mit BIM 360 zusammenarbeiten kann. BIM 360 kann hierbei jedoch auch durch nahezu jedes beliebige andere System ersetzt werden. So bietet OpenTree Schnittstellen zu den gängigsten CDE-Systemen wie BIM 360, Autodesk Docs, Viewpoint, SharePoint und weiteren Systemen. Wenn Sie also daran interessiert sind, die Vorteile von OpenTree für sich und Ihr Unternehmen zu nutzen, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.